Hallihallo zum frischen neuen Video, heute aus dem Gärtle. Oh je. Tja, und wir haben beschlossen, wir stellen einfach jetzt heute Bank und Tisch hier rein, genau, und futtern hier drin, weil heute machen wir unsere Spare Ribs. Leider ja auch nur Fertigprodukte, aber ich denke, die werden uns trotzdem munden und ja, draußen im Regen grillen, herin im Trockenen essen. Richtig. So machen wir das jetzt. Aber jetzt werde ich erstmal schnell die Weberkugel anfeuern, den Tisch vorher noch reinstellen und nachher, wenn wir das Zeug dann draufhauen, holen wir euch natürlich dazu. Und da bin ich ja gespannt, wie die Fertigteile vom Grill schmecken. Ja. Jo, so viel Kohlen brauchen wir heute nicht. Ich werde den Grill nachher auf 130 bis 150 Grad einregeln, so um den Dreh rum. Das sollte reichen. Vorne wieder indirekt, hinten direkte Hitze und vorne kommt dann der berühmte Spare Rib Halter drauf und da werden die zwei Ripperl einfach reingesteckt und dann lassen wir sie schön gemütlich vor sich hin toasten. Da haben wir unsere Ripperl, einmal von Grillmeister, einmal von Gut Hau mich tot, also Aldi und Lidl. Ja. Nicht Aldi und Lidl? Nee. Norma und Lidl. Von Norma und Lidl, genau. Genau. Das ist hier vom Lidl und das ist hier vom Norma. Gut. Ja, und die probieren wir heute jetzt einfach mal. Die Kohlen sind gleich so weit, dass ich hinten reinkippen kann und den Grill dann eben, wie gesagt, schon einreguliert. Für den Anfang hat er sich jetzt so auf 200 eingeregelt. Wird natürlich jetzt wieder ein bisschen weniger. Ich muss jetzt auch erstmal ein bisschen spielen, weil die Geschichten sind ja schon lange her mit der Kugel, aber ich denke, das werden wir hinkriegen. Spatzel schneidet hier drüben gerade auf, ja, und dann können wir gleich die Ribs drauflegen und abwarten, was passiert. Mhm. Tja, dann würde ich mal sagen, wollen wir mal. Ja, ganz gleich ist es sogar schon wieder abgefallen. Schön im indirekten Bereich. Schmeißen wir unser Ripperl drauf. Na, komm raus, du Feigling. Ich glaube, die schneide in der Mitte nochmal durch. 1, 2, 3, 4. Die schneiden wir in der Mitte nochmal durch. Na komm schon, Feigling. Nicht das perfekte Messer? Ach, das Sägemesser ist gerade passend. So. Dann stopfen wir die einfach die Stöcke in den Zwischenraum. Danach gehe ich ans Waschbecken und kann mich schön die Hände waschen. Jetzt kommt das ganz große. Das vom Norma. Ja, komm raus hier. Ja, alles noch improvisiert hier. Wir sind Improvisationstalente. Also die sind auch noch roh, nicht so wie die vom Kaufland damals, die schon vorgeköchelt waren. Ja. Vielleicht tausche ich die nachher dann nochmal aus noch. Aber das muss man dann sehen. Grillen. Richtig. Was ich jetzt doch glatt vergessen hatte, da hat mich der Hobbyschmied was, glaube ich, draufgebracht.
eben, dass die Dinger ja nicht geräuchert sind. Deswegen haue ich jetzt noch zwei Holzchunks mit rein. Kirschholz, die liegen auch schon länger, müssen auch weg. Ach, Menno. Die schmeißen wir einfach mit rein. Und fertig. Genau. Juhu, munter, fröhlich raucht hier vor sich hin. Und ich sag's euch, die Teile sehen schon richtig gut aus. Ja, jetzt sind wir so auf 160 Grad. Wenn ich das beibehalten kann, wäre das jetzt vollkommen in Ordnung. Komm, ich zeig's euch schnell mal. Ich kann nicht anders. Die zwei habe ich schon untereinander ausgetauscht. Nachher kommt dann das vorne hin und dann das nochmal. Ja, das wird. So, Freunde, mittlerweile ist es bis auf 150 runtergegangen. Ich habe zwischendurch ein längeres Solaranlagengespräch geführt am Handy und nur nebenbei die Rips schnell ja, von dem Gestell raus und so drauf gelegt. Ja, und ich würde mal sagen, jetzt probieren wir ganz einfach. Richtig. Nimmst die beiden zuerst. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, von wem was war, aber... Wir werden es sehen. Keine Ahnung. Die verspeisen wir jetzt zuerst. Und die duften. Ja. Richtig lecker. Lecker. Fängt einfach schon zum Futtern an und ich habe die Kämme noch nicht einmal in der Hand. Aber lecker. Sind sie lecker? Sind sie durch? Wunderbar. Leute, da haben wir schon so Probierele heute. Richtig. Sind gut. Lecker. Die ersten sind gut. Ja. Wunderbar. Ich habe mir hier wieder meinen Kartoffelsalat mit dem Gurkensalat gemischt. Bisschen Coleslaw dazu. Natürlich nebendran gekleckert. Hier meine Liste vom Telefonieren. Und ich esse jetzt auch erst einmal schön. Und nachher quatschen wir drüber, wie sie geschmeckt haben. So, Freunde, und dann holen wir uns jetzt die letzten zwei Stückchen runter. Und ich kann es euch jetzt schon sagen, die erste Hälfte war schon mal richtig, richtig gut. Welches möchtest du, das hier? Egal. Das kleine? Was ich nicht back kriegst, eh du. Geil, Omat. So mag ich das. Soll ich dir gleich wieder einen Topf mit Wasser draufstellen? Ja, das wäre gut. Weil wir stellen jetzt hier noch, ich tue die Kohlen bloß noch ein bisschen rüber und dann Topf mit Wasser. Lassen wir warm werden und dann, dass man hier nachher mit leicht warmem Wasser spülen kann. Das Ganze sieht dann so aus und wird danach dann da hinten einfach in die Spülwanne mit reingekippt. Und schon hat man leicht warmes Wasser. Wunderbar, geil. Boah, und jetzt räuchert es natürlich wächst im Rauchholz noch. Leute. Also, mir schmeckt das hier jetzt besser. Du? Das schmeckt nicht schlecht. Die hat das andere besser geschmeckt. Ja. Das andere war definitiv würziger. Mhm. Ja. So ist es halt. Geschmäcker sind verschieden. Immer wieder kommt man da drauf. Aber es ist einfach so. Ja, Leute, und so wie ich es damals schon immer gehandhabt habe, wenn wir auf VW-Treffen waren oder so, hat jeder hinterher Küchenpapier in die Hand gedrückt bekommen und hat seinen Teller vorher einmal abputzen können und dann kam er erst zum Spülen. Spart viel Arbeit beim Spülen. Ja. Oder? Das ist doch geil, wenn man die Teller vorher so abwischt. Ja, das stimmt. Ja, und hier haben wir noch einen kleinen Rest, Leute. Das haben wir jetzt nicht mehr geschafft. Nehmen wir mit heim. Kann man daheim noch knabbern.
So Leute, wir kommen jetzt dann so langsam zum Ende des Tages. Aber ein paar Entschlüsse haben wir noch gefasst. Dieses Kaminteil, wo auch schon überall übelste Risse hat, die Platte hier unten schon fett gerissen ist, etc. pp. Das werden wir auch noch komplett entsorgen. Dann haben wir das Eck hier frei und schauen wir mal, was wir da noch machen. Dann haben wir noch einen weiteren Entschluss gefasst. Bei der Renovierung hier jetzt mehr oder weniger von der Hütte. Hier sind zwei, drei, ich weiß jetzt, ich sehe es nicht, wächst der Sonne. Hier, meine Hand, ja, genau. Hier ist ein übelst morsches Brett, das drüber hat es erwischt und ganz unten das Brett hat es auch erwischt. Werden wir auch komplett austauschen. Definitiv. Die Nut- und Federbrettel werden ja nicht so teuer sein. Ja, lecker gegessen haben wir. Ah, es hat doch überraschend lecker geschmeckt, muss man so sagen. Ja. Ich bin zufrieden. Wir machen hier jetzt Feierabend, räumen noch den Rest hier wieder weg. Jetzt kommt die Sonne raus. Jetzt, ja, ganz normal. Und werden wieder heimdüsen. Richtig, und genießen den Sonntag. Genau, damit wir heute Abend noch einen Livestream machen können. Genau. Aber wenn ihr den Livestream schon gesehen habt, dann kommt ja erst dieses Video raus. Oder ist rausgekommen. Weil das ist ja jetzt das Ende vom Video. Ja. In dem Sinne, ich hoffe, dass es ein bisschen gefallen hat. Tschüss. Ciao, Ikowski. Bis zum nächsten Mal.